Mein Name ist Steffen Gräber und ich begrüße Sie zu einem kurzen Einführungsvideo meiner Masterarbeit Ein Frontend zu generativen, zustandsbasierten Verhaltensspezifikationen und Verifikation verteilter Systeme. In Monty Arc kann das Verhalten einzelner Komponente durch einen Automaten beschrieben werden. Ziel dieser Arbeit ist, einen Generator zu schreiben, der diesen Automaten in Isabel überführt. Dafür muss in Isabel ein Fünftuppel dieser Form erzeugt werden. Wir erläutern den Generator anhand eines Beispiels. Dieser besitzt einen Eingabekanal, über den er Zahlen empfängt. Die Zahlen werden aufsummiert und die aktuelle Summe wird über einen Ausgabekanal ausgegeben. Liegt in einem Schritt keine Nachricht am Eingangskanal an, so geben wir 0 aus. Wir versuchen zum Schluss zu beweisen, dass der Automat total ist. Das bedeutet, dass zu jedem Zustand, zu jeder Eingabe das Verhalten des Automaten angegeben wurde. Ich habe den Automaten folgendermaßen spezifiziert. Wir haben nur einen Zustand, Single. Initial geben wir 0 auf unseren Ausgangskanal aus. Danach kann der Automat zwischen zwei Transitionen wählen. Bei der oberen Transition liegt eine Zahl am Eingangskanal an. Wir geben die Summe aus und updaten die Variable Sum. In der unteren Transition geben wir an, dass wir auf eine 0 mit einer 0 reagieren. Im unteren Bereich sehen wir ein Beispiel. Auf den Strom 1, 4, 0, 6 und 7 antwortet der Automat mit der Initialausgabe 0. Danach werden die Zahlen aufsummiert. Diese sind dann 1, 5, auf 0 reagieren wir mit 0, 11 und 18. Ein Modell zu diesen Automaten sieht so aus. Wir haben mit dem Stereotyp OnError gleich SystemError angegeben, wie der Automat auf ein ungewolltes Zeichen reagieren soll. Sind wir in einem Zustand, auf dem wir für eine bestimmte Eingabe keine Transition angegeben haben, wechselt der Automat in einen speziellen Fehlerzustand. Wir werden nun zu diesem Modell Isabel-Code generieren. Schauen wir uns nun das Generat in Isabel einmal an. Wir finden zunächst eine Datei, in dem das Alphabet des Automaten angegeben wird. Zudem wird hier spezifiziert, welche Datentypen auf den Eingabe- und Ausgabenkanälen laufen dürfen. Wir empfangen und senden nur natürliche Zahlen. Zu jedem Automaten wird eine eigene Theorie erstellt. Zunächst hat der Generator den Datentyp der Zustände generiert. Wir unterscheiden hier zwischen Unterzuständen und dem allgemeinen Zustand. Wie erkennbar wird, hat der Generator aufgrund des Stereotyps OnError gleich SystemError einen zusätzlichen Unterzustand generiert. Diesen nennen wir Fehlerzustand. Der Datentyp des Gesamtzustands besteht aus einem Unterzustand und einer natürlichen Zahl, die die aktuelle Summe repräsentiert. Zudem werden Hilfsfunktionen generiert. Die Funktion getSubState liefert zu einem Zustand ihren Unterzustand. Außerdem werden pro Variable Funktionen generiert, um deren Werte aus einem Zustand zu erfahren. Danach werden Namen eingeführt, um die Kanäle mit dem Namen anzusprechen, wie sie im Modell angegeben wurden. Diese waren I für den Eingangskanal und O für den Ausgabekanal. Die Funktion createOutput nimmt eine Zahl entgegen und zeigt daraus ein Strombündel, in dem der Ausgabekanal O mit dem angegebenen Wert gefüllt wird. Hier sehen wir die Transition abgebildet in einer Funktion. Wir sehen, wie wir in den einzelnen Unterzuständen auf bestimmte Eingaben reagieren. In dem ersten Fall sind wir im Unterzustand Single und geben die Summe über den Ausgabekanal aus. Zudem wird die Variable Sum neu gesetzt. Im zweiten Fall reagieren wir auf die Eingabe 0. TSSYNB0 nimmt einen Kanal und gibt auf diesen 0 aus. Die restlichen Fälle gehören zum Fehlerzustand. Der Generator hat hier Transition eingefügt, sodass wir den Fehlerzustand nicht mehr verlassen. Hier finden wir unsere Transitionsfunktion wieder, die lediglich die Hilfsfunktion aufruft und die aktuellen Werte aller Eingangskanäle abfragt. Hier sehen wir unser Fünftuppel unseres Automaten. Wir geben unsere Typparameter der Zustände sowie das Alphabet an. Das Tuppel besteht aus der Transitionsfunktion sowie der Initialzustand. Wir befinden uns in Unterzustand Single und initialisieren unsere aktuelle Summe mit 0. Initial geben wir auf den Kanal O eine 0 aus.
Das sind unsere Eingabe- und Ausgabekanalmengen. Zuletzt erzeugen wir mit der Funktion DA groß H, dem wir das Tuppel übergeben, eine SPF, die sich wie der Automat verhält. Wir versuchen nun zu zeigen, dass wir einen totalen Automaten spezifiziert haben. Das zeigen wir dadurch, dass wir von einem gültigen Zustand niemals in den Fehlerzustand wechseln. Wir brauchen zunächst ein Hilfslemma. Das zeigt, dass wir von Zuständen mit dem Unterzustand Single nur in Zustände wechseln, die auch den Unterzustand Single haben. Die Funktion DA-Transition liefert die nächste Transition zu einem Automaten. Dafür müssen wir der Funktion den Automaten übergeben. Zusätzlich geben wir an, in welchem Zustand sich der Automat befindet. Wir befinden uns im Unterzustand Single mit einer beliebigen Variablenbelegung. Zudem geben wir an, welches Zeichen über den Eingangskanal eher eingelesen werden soll. Wir erhalten die Nachricht allgemein, sodass sie sowohl 0 als auch eine Zahl sein kann. Wir verwenden unsere generierte Funktion getSubState, um den resultierenden Unterzustand zu erfragen. Unser Lemma sagt aus, dass das resultierende Unterzustand immer Single ist. Wir zeigen jetzt, dass unser Automat total ist. Wir nennen unser Lemma total. Mit der Funktion DA_NEXTSTATE können wir den nächsten Zustand eines Automaten erfragen. Dafür übergeben wir der Funktion den Automaten. Außerdem geben wir den aktuellen Zustand an. Wir halten unseren Zustand beliebig. Das bedeutet, wir sind in einem beliebigen Unterzustand und unsere variable Summe hat einen beliebigen Wert. Zuletzt geben wir eine Funktion an, die uns zu einem Kanal die aktuelle anliegende Nachricht gibt. Mit der Funktion getSubState holen wir uns den resultierenden Unterzustand. Nun sagen wir, dass der resultierende Unterzustand niemals der Fehlerzustand ist. Damit wir das Lemma zeigen können, brauchen wir noch zwei Voraussetzungen. Zum einen brauchen wir die Bedingung, dass wir unsere Funktion f mit dem Kanalnamen i aufrufen können. Zum anderen darf der Automat sich noch nicht im Fehlerzustand befinden. Wir versuchen nun, dieses Lemma automatisch mit Isabel zu beweisen. Wir haben nun erfolgreich die Totalität unseres Automaten gezeigt.